Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witigo Property Guide zur Garda. Heute melden wir uns aus dem wunderschönen Jungle Resort in Magawish. Ein wunderschönes Resort, eine kleine Oase mitten in der Wüste, hinter dem Airport gelegen. Keine 5 Minuten Autofahrt, bis man hier ist. Und jetzt gehen wir und schauen uns an, was es zu entdecken gibt. So, nun sind wir hier im Jungle Resort. Wir sitzen hier in der Bar, in der Poolbar, in dem Zentrum der ganzen Community, wo sich hier auch alle Eigentümer regulär wiederfinden, zusammenfinden, um Feste zu feiern, Geburtstage zu feiern, aber auch um ein kühles Getränk nach dem Schwimmen zu sich zu nehmen. Was kann man zu diesem Projekt sagen? Wir haben hier in der ersten Phase, die wir hinter uns sehen, in der ersten Bauphase, haben wir 90 Apartments an der Zahl. Ein großer Teil davon ist schon verkauft. Wir haben eine bunt gemischte Community an Eigentümern, das heißt russische, deutsche, Italiener, Ägypter sind hier als Eigentümer verzeichnet. Viele kommen nur für die Ferien hierher, sehr wenige sind regulär und permanent hier. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr ruhige, entspannte Atmosphäre. Es ist wirklich, man kann einfach sagen, es ist eine Oase, gleich hinterm Airport. Die Anfahrtszeit vom Flughafen dauert in etwa 5 Minuten bis 10 Minuten über die direkte Zufahrt der Hauptstraße. Und wir liegen hier, geotechnisch liegen wir hier sehr zentral. Das heißt, wir haben ungefähr 10 Minuten in eine Richtung zur Sensor Mall, zu anderen Supermärkten und auf der anderen Seite zum Flughafen und auch zur Innenstadt von Hurghada auch 10 Autominuten und dann ist man mitten im Leben. Gleichzeitig ist man aber so gelegen, dass man hier sehr viel Ruhe hat. Also man kann hier sehr gut zur Ruhe finden. Man hat hier eine sehr positive Energie, ein wunderbarer Ort. Also wo man sich wirklich zurückziehen kann, abschalten kann, Yoga machen kann, schwimmen gehen kann, die Community auch ein Teil der Community sein. Man kann aber auch für sich privat sein, seine Privatsphäre auch ausleben. Also ein wirklich klasse Ort, den man jedem nur ans Herz legen kann. Wir haben 24 Stunden Security. Wir haben hier Satellitenfernsehen, wird hier angeboten, die Poolanlage. Der Pool ist nicht beheizt, hat aber den größten Teil des Tages hat er Sonneneinstrahlung. Das heißt, er wird auf natürliche Weise auch durch den übersichtlichen Wasserstand wird er auch natürlich beheizt. Das heißt, man kann hier in den Frühlings- bis zu den Wintermonaten kann man hier gut schwimmen. Und wie gesagt, wir haben hier eine Bar, wir haben die Security-Satellitenanlage. Viele, viele Dinge. Also das Grün ist natürlich eine Sache, die wir hier in Hurghada oft nur vergeblich suchen, was hier aber sehr schön einfach bewerkstelligt wurde und meines Wissens nach so in der Form, in dieser Konstellation und in dieser Wärme, die es hat, hier in Hurghada sehr, sehr selten ist. Also wenn ihr interessiert seid, einen wirklich heimlichen und wohnlichen Ort, eine Wohnung in einem solchen Ort zu besitzen, dann ist das der richtige Platz. Nichts ist weit, alles ist nah, die Community ist da, der Service ist da, es wird alles immer sauber gehalten. Es hat eine super Energie, eine super Atmosphäre, es ist ein einmaliger Ort. Kann ich nur ans Herz legen. Wunderbar. Also ich bin 10 Minuten hier und ich bin schon entspannt, tiefenentspannt. Also, verpasst nicht unsere nächsten Folgen, unsere anderen Objekte und Projekte und schaut in unserem Kanal weiter nach anderen Möglichkeiten, nach anderen Optionen. Wir sind für euch unterwegs und suchen nach den besten Properties und guiden euch durch Hurghada. Ihr könnt uns auch gerne anrufen, kontaktieren per E-Mail, was auch immer. Wir sind auch in persönlicher Form für euch da. Machen uns auch gerne auf die Suche für euch, für eure eigenen Ansprüche und arbeiten wir dann für euch, das Richtige zu finden. Also schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, Witigo Property Guides sind unterwegs.